Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video. Oh mein Gott, Leute, es ist einiges leer gegangen. Ich habe auch schon die nächste Tüte angefangen, damit es nicht zu lang wird, weil ich auch wieder bei Yepoda bestellt habe. Oh Leute, immer in dem Video, ich weiß, aber irgendwie bietet sich es immer an, weil irgendwie ist immer hier voll, wenn ich bestelle. Und wir haben ja jetzt noch Oktober und oh, ich hätte so gerne diese Limited Edition von diesem Multibalm. Diese pinkne Edition. Oh, ich finde die so schön. Habt ihr die schon gesehen? Ist schon im Warenkorb. Ich überlege noch, aber irgendwie ich will schon. Schaut es euch mal an. Die ist wirklich richtig, richtig schön. Vor allem die Verpackung auch. Träumchen. Ja, also da bin ich schon wieder dabei. Das könnte schon wieder hinhauen. Und außerdem habe ich gesehen, dass es jetzt dann auch eine richtig coole Halloween-Aktion gibt, wo man The Midnight Magic gratis dazu bekommt und ich meine sogar auch 20% Rabatt. Ich habe auch einen Rabattcode für euch, den könnt ihr verwenden. Da gilt das dann auch mit dem Rabatt. Ja, und dass ihr die Creme dann gratis mit dazu bekommt. Schaut mal. Ihr wisst ja, ich liebe ihr Bruder. Gucken wir mal, was ich bestellt habe. Ich fand es sehr, sehr cool, dass das jetzt rausgekommen ist. Ich habe allerdings jetzt erstmal zwei Sachen bestellt, weil ich mir das Ganze mal angucken wollte. Und zwar diese Nachfüllpacks. Ich finde die sehr, sehr gut. Guckt mal, wie flach die sind. Die kann ich super schön hier in meinen Schubladen dann so stapeln. Richtig, richtig cool. Nimmt nicht so viel Platz weg. Und ich glaube, das bleibt auch dann länger frisch, habe ich so den Eindruck. Und man kann dann auch wieder die super schönen Glastiegel weiterverwenden. Ist immer so schade drum, ne? Ja, ihr seht da. Ist schon am, ja, fast an der Hälfte. Aber ich habe noch ein bisschen. Aber The Mischief und Repairio habe ich noch genug. Okay, und ich habe mir jetzt hier bestellt The Midnight Magic Refill. Ich liebe die Creme, die ist so schön. Die macht so einen richtig schönen, zarten Babypopo-Haut. Das finde ich richtig toll. Also wirklich ganz, ganz angenehm vom Duft. So ein leichter Lavendelduft, die ist ja für abends. Dann kann man noch mal so ein bisschen chillen und runterfahren. Und die ist sehr reichhaltig. Gerade jetzt wird es ja wieder so frisch. Und die Heizungsluft, und da muss man schon gut vorsorgen. Und da finde ich die halt wirklich ideal. Ihr wacht morgens auf, ihr habt eine richtig schöne, zarte, gepflegte Haut. Und dann für den Tag The Make My Day Cream Refill hat sich irgendwie angeboten einfach. Ich dachte, dann passt es zusammen. Oh, das sieht so schön aus. Dann kann man das hier aufschneiden und einfach so nachfüllen. Finde ich sehr gut. Vor allem, das ist so stabil auch, dass, wenn man das halt umfüllt, ne, dass das nicht so wegklappt. Da hatte ich irgendwie Bedenken, aber das ist gar nicht, weil das ist schön stabil. Finde ich sehr, sehr cool. Der Make My Day Cream ist mit Jojoba und die hier ist mit Lavendel. Kann man auch als Sleeping Mask verwenden. Ich finde die sehr, sehr, sehr gut. Das sind so meine Favorites. Dann noch zum Abschminken der Calm Balm. The Bubble Double ist super gut. Und ich liebe ja auch The Repair Hero und die Augenpads. Das wären so meine Highlights, die kann ich euch empfehlen. Guckt mal und schaut euch mal um, stöbert mal. Wie gesagt, gibt ein richtig gutes Angebot und die Creme sogar gratis dann. Die ist richtig, richtig toll. Wenn ihr die noch nicht getestet habt, probiert es mal aus. So viel dazu. Und es ist dann natürlich auch günstiger, wenn ihr irgendeinen anderen Tiegel habt. Nicht von Yepoda. Wenn ihr jetzt einfach sagt, oh, ich habe noch nie bestellt, ich möchte zuerst, ja, ich möchte jetzt eine Erstbestellung aufgeben und möchte trotzdem ein bisschen Geld sparen. Leute, ich darf es ja gar nicht sagen eigentlich. Aber wenn ihr dann trotzdem ein bisschen Geld sparen wollt, nehmt das. Das macht auch weniger Müll und macht das in irgendeinen Tiegel rein, den ihr schon habt. Kleiner Sparhack hier. Ich habe nichts gesagt, Leute. Es geht weiter mit dem Aufgebraucht-Video. Gott! Ich habe noch überlegt, soll ich, aber ich habe jetzt gemacht. Hier habe ich ein paar dekorative Artikel drin und warum auch immer wieder drei Tempo-Boxen leer gegangen. Ich verstehe das immer gar nicht. Wie kommt das? Ja, das ist jetzt von DM, das auch. Und das hier hatte ich mal in irgendeiner Box drin.
Ja, das war jetzt auch in Ordnung. Ich kann das gar nicht, was, weiß gar nicht, wie das heißt. Öko-Life. Die Leitung war lang. Irgendeiner stand drauf. Ja, war auch okay. Ne? Waren gut. Kann ich eigentlich alle empfehlen. Dann Tee. Man gewöhnt sich dran. Von der MBio, ich kann euch den empfehlen. Wenn ihr krank seid, wenn ihr merkt, eine Erkältung kommt, nehmt den. Der schmeckt zwar sehr speziell, man gewöhnt sich aber dran, dann schmeckt er auch gut. Rosmarin-Thymian-Tee hat halt einen starken Geschmack schon, aber der hilft richtig, richtig gut. Also wirklich, kann ich sehr empfehlen. Kaufe ich auch immer wieder nach. Und dann, den hatte ich mal in einer Box, den fand ich ganz gut. Ich weiß nur leider gar nicht, wo es den gibt. Aber falls ihr den mal sehen solltet, gönnt euch den mal. Der ist richtig toll, von Gepa. Power Wellness Tee. Der hat nämlich so ein bisschen weihnachtlichen Geschmack, weil der mit Zimt ist, mit Ingwer. Und dann dachte ich, der passt jetzt auch ganz gut. Und den habe ich aufgebraucht. Ja, kann ich auch empfehlen, war sehr lecker. Dann, oh mein Gott, ich musste so viel waschen. Ich habe jetzt wieder einen Sack voll Kinderkleidung geschenkt bekommen. Und ich wasche das vorher erst immer mal durch. Und dann, ja, hatte ich auf einmal 5 Maschinen Wäsche. Egal, ich habe ja sonst nichts zu tun. genau, das hier aufgebraucht, das habe ich immer. Das kaufe ich bei DM. Spee. Ja, ich weiß immer noch nicht, ob das wirklich hinhaut mit den 50 Wäschen. Wer weiß das schon. Ja, und dann Weichspüler aufgebraucht. Ii, oh Gott, ja, da hängt ja noch der halbe Keller dran, Leute. Wie eklig. Lenore Light, einmal frische Baumwollblüte und Pfingstrose, Seidenbaumwolle. Ich kann es nicht höher machen, weil das ist so eklig. Seidenbaumblüte, okay, kenne ich nicht. Ja, war gut, beides. Dann einmal aufgebraucht noch Wäscheparfüm passend zum Weichspüler. Die Baumwollblüte hier. Oh, das riecht so gut, Leute. Und dann Teppichschaum. Ja. Ich weiß nicht. Ich habe mir irgendwie mehr davon erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen. Tiefenreinigung mit Faserpflege. Man brauchte so viel. Ich fand's so lala. Kennt ihr einen guten Teppichreiniger? Empfehlt mir mal bitte einen, weil da hier war es jetzt nicht so, finde ich persönlich. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht habe ich auch einfach zu viel erwartet, kann auch sein. Aber irgendwie, ich fand den jetzt eher nicht so gut. Brauche aber einen. Ich will die Teppiche hier reinigen. Ja, dann, mit was mache ich denn weiter? Hat mein Mann aufgebraucht. Erkältungszeit, Eukalyptus. Das nimmt er immer, auch wenn er nicht erkältet ist. Haben wir auch schon wieder im Badezimmer stehen. Von Kneipp sehr gut. Dann Gesichtswasser und Isana aufgebraucht mit Rosenwasser. Das war schon 100 Jahre alt, ne? Aber das war immer noch gut. Ja, ist jetzt aber leer. Oh mein Gott, das ist ja auch so viel. Das hat man halt dann auch so lange. Und das stand dann nur im Bad. Ich habe hier eins an meinem Tisch. Da mache ich mich halt morgens fertig. Und dann habe ich noch eins im Bad. Für abends, und das war halt im Bad. Ja, das hat lange gedauert. Aber jetzt ist es leer. Und ein Reinigungsprodukt von My Little Box, My Little Beauty, Cloud and Proud. So ein Reinigungsmousse aufgebraucht. Ja, das war nicht schlecht. Ja, war aber jetzt ehrlich gesagt nicht so ergiebig. Da finde ich schon der Double Bubble von Yepoda viel besser. Aber das war in der Box. Ich war damit nicht unzufrieden, aber das war halt... Das hat halt nicht so lange gehalten. Ja, aber okay, es war in der Box und deswegen habe ich es auch benutzt. Aber ich kann es nicht nachkaufen, ich werde es mir auch nicht nachkaufen. Aber ich war nicht unzufrieden damit. Dann ein Schlafspray, die große benutzt, von Lidl. Japanese Cherry Blossom, das waren mal diese Dupes zu Rituals. Ja, das hat sie aufgebraucht und sie hat mich erwischt. Weil sie meinte, dann hast du noch sowas. Und dann habe ich halt aus meiner Parfümkiste und sie, ist das eigentlich Parfüm? Und ich, naja, also nee, also ein Parfüm ist es jetzt nicht. Ist das gar kein Einschlafspray? Und ja, dann so, hat's geholfen? Ja, ich dann so, ja dann muss es wohl eins gewesen sein.
Haarscharf, sag's euch, Leute. Voll erwischt. Aber solange es wirkt, es wirkt. Also dann ist es ja, dann kann es ja nur so sein. Dann von Rituals aufgebraucht. Ich würde mir das nicht nachkaufen. Das ist ja meine liebste Reihe von Rituals. Ritual of Karma hat gut gerochen, aber ich finde die nicht so gut, die Rituals Deos. Ich finde, die haben irgendwie alle den gleichen Geruch, so irgendwie diesen Untergeruch. Wie heißt das? Und das irgendwie, ich weiß nicht, das ist nicht mein Fall. Ich finde, das wirkt auch nicht so gut, obwohl das ein Antitranspirant ist. Nein, Antiperspirant. Ich würde es nicht nachkaufen. Dann, oh Gott, geht's weiter. Ich muss gleich niesen, glaube ich. Von dem ganzen Parfüm. Oh Gott. Irgendwer kommt mir noch auf die Striche hier. Aufgebraucht. So war's. Das habe ich gefunden, Leute. Das lag hier rum. Da habe ich gedacht, okay. Ja, waren voll die extrem krassen Desinfektionstücher. Ich habe gedacht, komm, ich brauch's auf. Weiß nicht, wo das her ist. Pff, wurscht. Dann zweimal Feuchttücher für den Kleinen aufgebraucht. Die finde ich ja eigentlich am besten für ihn. Habe ich auch gerade wieder da. Ist auch bald wieder eins leer. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wohin damit. Dann Coconut Kiss. Diese feuchten Allzwecktücher aufgebraucht, fand ich auch ganz gut. Und jetzt habe ich gerade von Müller welche mit so Bärenduft aus so einer Limited Edition. Oh, die sind auch richtig gut, aber ich komme halt nicht so oft zu Müller. Aber die kann ich euch auch empfehlen. Probiert die mal, sind auch gut. Und dann noch von Müller Cadea Vera Reinigungstücher aufgebraucht, hier mit Dragon Fruit. Die waren auch ganz gut. Ich muss mal wieder zu Müller. Nein, aber ich muss sie aufbrauchen. Nervt. Dann Zahnbürste, Pepperwoods. Oh Gott, Leute, ne, oder? Das können doch alle Eltern jetzt nachvollziehen. Ich krieg das dann auch nicht mehr aus dem Kopf. Ja, Pepperwoods Lego haben wir auch. Und ab und zu darf dann halt auch mal die Pepperwoods auf dem Bildschirm. Warum auch nicht? Ich finde die so süß, ne? Die ist ja schon knuffig. Ja, und dann haben wir halt die Zahnbürsten. Die sind von Action und die werden ja eh ganz viel verbissen und deswegen, ne, passt das schon. Es sind klein, vorne sind eigentlich gut. Ich bin damit zufrieden. Ja, sind sehr süß. Genau. Und in diesem Sack mit den Klamotten war eine Pepperwoods Leggings drin. Pepperwoods als Zahnfee. Ja, ratet mal, wer die anhat. Der Kleine. Das sind absolute Mädchen-Leggings, aber ist mir egal. Er möchte sie haben, ihm gefällt's, dann soll er sie anziehen. Ist aber schon ein Loch drin, vorne und hinten. Das sind Leggings, ist ein Phänomen. Da wird immer mit dem Finger dann da reingebohrt, ne? Sagt mir bitte, dass das nicht nur bei mir so ist. Ja, also wird eh nicht lange halten. Aber gut, ich dachte mir, komm, mach. Zieh an. Wurscht. Ja, Pepperwoods ist halt sehr begehrt hier drin. Dann ein Duschgel aufgebraucht. Aroma, Pflegedusche, Lebensfreude. Das riecht sehr, sehr, sehr gut. Das riecht wie die gelben neben zwei Bonbons. Ganz, ganz toll. Dann Zahnpasta. Repair and Prevent. Finde ich super. Wenn ihr schmerzempfindliche Zähne habt, dann kann ich euch die absolut empfehlen. Die ist wirklich ganz, ganz toll. Und dann hat die Große noch aufgebraucht. Junior Zahncreme. Ich weiß gar nicht, wo hatte ich denn die her? Steht da was drauf? Mm-mm. Milde Minze. Mit so einem Dino drauf. Warte mal. Eurodont. Ich weiß nicht, wo es das gibt. Aldi. Aldi Süd. Genau, da war es her. Dann Bilou-Kaugummi aufgebraucht. Finde ich richtig toll. Cherry Coco. Die anderen habe ich noch nicht probiert. Die stehen noch im Schrank. Oh, das ist schon lecker hier. Dann wollte ich euch noch zeigen, gab es bei DM eine Limited Edition von so einem
Proteinriegel. Und zwar Happy Confetti Riegel mit Birthday Cake Geschmack. So sieht der aus. Der schmeckt sehr, sehr gut. Den wollte ich euch mal empfehlen. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber wenn ihr den noch bekommen könnt und ihr sowas mögt, dann kann ich euch den absolut empfehlen. Der ist richtig cool. Schmeckt lecker und sieht auch super schön aus. Dann hat mein Mann aufgebraucht. Irgendwie, der braucht gefühlt gar nichts. Günstig. Alles richtig gemacht. Lemon Sage, ein Shampoo von Tea Tree. Weiß ich gar nicht, wo er das jetzt gefunden hat. Das hat er auf jeden Fall aufgebraucht. Energizing Bodybuilder. Okay, alles klar. Ja, hat nichts dazu gesagt. Lag im Bad rum. Dass ich es wegräume bestimmt. Habe ich es gleich mal einkassiert. Dann meine liebste Handcreme wieder aufgebraucht. Stokolan. Classic. Habe ich sogar aufgeschnitten. Gibt es bei Amazon. Ich benutze ja nur diese Handcreme. Ich mag keine andere. Ich finde Neutrogena, diese ganz, ganz dicke, die geht gerade noch so, aber ah, nee, also die muss es schon sein bei mir. Die ist schon sehr gut. Und oh, Leute, ich habe eine Body Butter aufgebraucht. Und zwar von Dr. Botanicals. Die habe ich sogar auch aufgeschnitten. Da war noch richtig viel drin. Ich bin dran, Leute, an dem Zeug. 50 Milliliter Multi-Use Balm. Ich habe das für die Schienbeine benutzt. Ist leer, war gut. Dann gebadet habe ich. Und zwar einmal Cozy Love, gebrannte Mandeln und Karamell. Oh, das hat so gut gerochen, ne? Das war schön. Ich weiß aber nicht, ob es das dieses Jahr gibt. Wahrscheinlich schon, nur eine andere Verpackung. Und dann, das finde ich auch richtig toll, das haben wir, ich glaube aber von Kneipp haben wir das. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Oder nein, von Tetisept. Ich bin mir sicher, von Tetisept haben wir jetzt sowas. Muskelentspannung, Wacholder und Rosmarin. Oh, das war so gut, ne? Also richtig, richtig toll. Das kann ich euch auch empfehlen. Ja, aber wir haben jetzt das von Tetisept. Das ist auch gut. Aber das ist auch gut. Dann gucke ich mal weiter. Habe ich leider, Leute, leider nur zwei Masken gemacht. Und eine davon mit euch im Video. Pumpkin Spice Latte Tuchmaske. Die fand ich gut. Und dann von Aldi die La Cura Tuchmaske. Mit Jasminextrakt, Hyaluronsäure und Jasminextrakt. Und da gab es noch die passenden Augenpads dazu. Das ist aber, glaube ich, im Standardsortiment. Gibt noch eine blaue Variante. Die habe ich aber noch hier in der Schublade. Ja, die da würde ich mir nicht nachkaufen. Fand ich jetzt so lala. Aber die Augenpads fand ich ganz gut. Dann zweimal die Augenpads von Action aufgebraucht mit Gurke. Mag ich. Dann von Müller, Cadea Vera, diese Methylhyaluronsäure und Aloe Vera, die sind auch so Standardteile, die sind auch ganz gut gewesen. Dann, das habe ich im Video mit euch ausprobiert, die waren auch gut, passend zu der Kürbismaske, also zu dieser Pumpkin Spice Latte. Die habe ich noch ein paar Mal da, hat mir gefallen. Und dann habe ich noch von Isana, Superfood, Augenpads aufgebraucht, irgendwas... Sift extrem. Ja, die waren auch gut. Oh mein Gott, was ist das? Wo ist es ausgelaufen? Brauchen Tempo. Und dann noch Hydrogel Augenpads Kirschextrakt von Balea. Ich glaube, die habe ich auch noch ein paar Mal da. Ich kaufe ja immer viele. War auch gut. Und dann, oh, die liebe ich. Die gibt es aber schon seit ein paar Jahren nicht mehr von Kiko. Ich glaube, ich muss die auf jeden Fall dieses Jahr alle aufbrauchen. Ich weiß gar nicht, wie viele ich noch habe, aber die habe ich mal im Sale dann wirklich, ich glaube, ich habe da 15, 20 Stück gekauft. Die sind der Oberhammer. Ich fand die so, so gut. Aber war halt eine Weihnachtsedition, die Augenpads hier von Kiko. Generell mag ich auch die Masken von denen richtig, richtig gerne. Aber ich habe noch so viel da. Habe da jetzt schon länger nichts mehr gekauft. Und ich brauche auch nichts, weil ich muss aufbrauchen. Und dann kommen wir noch hier zu meinem Tütchen. Das wird dann auch weiterverwendet, weil ich habe schon wieder in der nächsten Tasche was drin, was ich aufgebraucht habe. Und zwar ist ein Parfüm leer gegangen. Ich habe das, glaube ich, nochmal. Aber nicht hier. Ich glaube, in meiner Box.
Das ist Be Delicious von DKNY. Das ist so, soll so ein Apfel sein. War gut. Und dann Essence Make Me Brow. Mein Augenbrauen-Gel. Ja, das ist mit Farbe von Essence. Ich habe das auch, glaube ich, in der Schublade. Ich benutze aber gerade was von Alverde. So ein, oh Gott, wie heißt das jetzt wieder? Wo man mit dem Pinsel... Pomade. Eyebrow-Pomade, genau. Pomade. Das verwende ich gerade, aber das ist auch richtig gut. Da sind so Härchen zum Auffüllen noch drin. Da habe ich die Farbe... Gott, was habe ich denn da genommen? Brownie Brows 02. Müsste ich auch nochmal da haben. Würde ich auch nachkaufen, weil das ist richtig toll. Ich glaube, das ist schon das zweite, was ich jetzt aufgebraucht habe davon. Genau. Ja, das war's. Das war's tatsächlich mit meinem Aufgebraucht-Video und meinen neuen Yipoda-Schätzchen. Leute, soll ich dieses Multiball noch holen? Dieses Pink. Oh, das ist so schön. Guckt euch das mal an. Das sieht so schön aus. Ich mag ja auch gerne so pinken Blush. Oh, ich glaube, das muss... Schon, oder? Weil das gibt es jetzt nur noch im Oktober. Ich glaube, das muss noch her. Hilfe. Ja, schaut euch mal um bei Yipoda. Denkt an den Rabattcode. Könnt ihr sparen. Midnight Magic. Gratis dazu ab 69 Euro. Genau, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.